Ja, und dann kommt es eben auch vor, dass ich eine ganze Woche fast überhaupt nichts an meinem Bart mache. Servus liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erzähle ich euch über eine Sache, die mich ziemlich nervt, aber ohne die mein Bart vermutlich nie so lange geworden wäre. Außerdem gibt es ein kurzes Update zu meinem Augenbrauen-Experiment am Ende vom Video. Viel Spaß. Heute habe ich mir gedacht, weil so schönes Wetter ist, ich gehe raus mit dem Rad und fahre ein bisschen den Berg hoch. Hier ist es sehr schwieriges Gelände mit vielen Wurzeln, aber ich werde das schon schaffen. Naja, auf jeden Fall, bevor ich raus bin, habe ich mich im Spiegel angeschaut und der Bart war wieder Kraut und Rüben. Und dann habe ich dann probiert, mit Kämmen und Bartöl ihn in einer einigermaßen annehmbare Form zu bringen. Ich weiß, beim Sport hält das sowieso nie lange. Und ich muss auch beim Sport, wenn ich in den Wald fahre, hier nicht super schön aussehen. Aber man will sich doch dann ein bisschen herrichten, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Auch wenn den Wald das kaum interessieren würde. Aber es ist auch in anderen Fällen so, dass ein langer Bart einfach mehr Arbeit macht. Und ich manchmal einfach gern flexibler wäre. Weil alles, was ich mit meinem Bart mache, muss ich natürlich für euch dokumentieren. Das ist ja auch teilweise mein Job eigentlich, für euch die Dinge zu dokumentieren, die Erfahrungen, die ich mit meinem Bart mache. Und jetzt habe ich einen sehr langen Bart und das habe ich ja auch noch nie gehabt. Das heißt, es ist auch so eine Sache, die ich das erste Mal erlebe und gerade da muss ich alles dokumentieren. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich da so wenig flexibel bin. Aber dann bin ich gleich auf einen weiteren Gedanken gekommen. Und zwar verhindert das, dass ich hier im Effekt agiere und reagiere. Und ich glaube, dass ganz viele, die sich versuchen, den Bart lange wachsen zu lassen, das nicht schaffen, weil sie halt immer in einem Moment der Schwäche oder wenn ihnen gerade etwas nicht gefällt, dann zur Schere greifen und ja, den Bart abschneiden. Und ich glaube, ohne dass ich hier quasi blockiert bin, schnelle Veränderungen vorzunehmen, wäre mein Bart auch nie so lang geworden, wie er jetzt ist. Es ist erstaunlich, wie schnell das wechseln kann, dass einem etwas gefällt und dann wieder nicht, gerade beim Bart. Deswegen passt der Spruch gute und schlechte Barttage hier extrem gut, meiner Meinung nach. Es gibt einfach so die Momente, da würde man am liebsten ja radikal etwas verändern, aber man tut gut daran, hier nicht sofort zu reagieren, sondern ein bisschen zu warten. Das heißt jetzt aber nicht, dass man nie zur Schere greifen kann, wenn man sich den Bart lange wachsen lassen möchte. Was ein Barbier zum Beispiel mit meinem langen Bart macht, das seht ihr im nächsten Video, also nicht verpassen. Die Sorge, dass mein Bart unbedingt gut aussehen muss, habe ich eigentlich nur, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, beim Sport oder sonstigen Anlässen oder wenn ich vor die Kamera trete. Bin ich bei mir zu Hause, ist mir das eigentlich ziemlich egal, wie mein Bart aussieht. Ja, und dann kommt es eben auch vor, dass ich eine ganze Woche fast überhaupt nichts an meinem Bart mache. Aber manchmal denke ich mir auch, dass weniger Belastung vielleicht gar nicht so schlecht ist. Einfach mal eine Woche lang die Haare nicht belasten, mit Waschen, Föhnen, in Form bringen. Also hat meine Faulheit und Trägheit hier sogar etwas Gutes und dazu beigetragen, dass mein Bart ja so lange geworden ist. Ich habe auch noch ein paar Dinge mit diesem langen Bart vor. Aber ich denke, das Ende meines Langbartprojekts rückt auch immer näher. Und dann kommt er wieder ab. Der lange Bart. Für alle, die mein Minoxidil-Experiment für meine Augenbrauen verfolgen, habe ich jetzt noch ein kurzes Update. Zum Glück vertrage ich den Regain-Schaum sehr gut. Das ist auch nicht selbstverständlich, denn manchmal, ja, das kommt relativ häufig sogar vor, bei Leuten, die eine Pause machen mit dem Regain-Schaum, wenn sie dann wieder anfangen, haben sie eine Unverträglichkeit. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Meine Haut verträgt das bis jetzt ganz gut. Ich mache das jetzt ungefähr schon 2 Wochen. Visuell kann ich noch keinen Unterschied feststellen, aber das ist auch nach 2 Wochen nicht zu erwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wann die ersten Erfolge zu sehen sind. Welche Erfolge andere Leute mit Minoxidil gemacht haben, das könnt ihr ab jetzt auf meiner neuen Webseite wirklich super geil zusammengefasst anschauen. Auch wenn ihr euch über Haarwuchsmittel informieren wollt, wenn ihr da irgendwas im Internet seht, was da beworben wird, dann schaut doch mal nach, was dieser Inhaltsstoff tatsächlich bewirkt und machen kann. Das gibt es jetzt alles auf meiner Webseite und ihr könnt mir auch dabei helfen, diese Liste zu erweitern. Und ja, mir auch Kommentare schreiben unter den Artikeln und mir Vorschläge machen, welche Themen denn ihr unbedingt behandelt haben wollt. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Vorschläge. Beim nächsten Mal sehen wir uns beim Barbier. Bis dahin, Servus.